So, weiter geht's. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War ich nicht eben noch in der Höhle? Ich meine, es ist ein neuer Aufnahmeblock nach den ersten drei Folgen, aber trotzdem. Ich bin... gut. Nam, 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 nam. Oh, Kugelwillis finde ich jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht, heißen die jetzt eigentlich Banzai Bills auch im... Ach, scheiße. Banzai Bills auch im Deutschen oder heißen die wirklich Kugelwilli? Bei mir, ich kenne die immer noch als Kugelwilli. So wurden die früher immer bezeichnet. Aber ich habe das schon so oft gefragt und noch nie eine vernünftige Antwort drauf bekommen. Wobei ich ja auch eigentlich der MP bin, also sollte ich auch die Antwort drauf geben. Also sind es Kugelwillis für mich. Ach, verdammt. Mein Fehler. Natürlich ist mein Fehler Spiel. Oh! Das Spiel bestimmt ja auch nicht, wo ich springe. Oh, ich hasse dieses Spiel nicht. Doch, 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 ich hasse es. Ich hab dich erledigt. Arschloch, Penner, Wichser, Penner, 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 Arschloch. Also, noch einmal von vorne. Sehr schön. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Kein großer Sprung, sondern einfach nur runterplumpsen und das Teil holen. Problem ist, dass ich jetzt auch keinen Cape habe, also muss ich ein bisschen besser aufpassen, wo ich hier hinspringe. Schade, dass es kein Kugelwilli-Limit gibt, dass man, wenn man ein Kugelwilli im Bild hat, nicht noch ein zweiter dazukommen kann oder so. Wow! Das hast du dir auch so gedacht, was? Na komm her. Oh, warum springe ich? So ist aber auch den Midway Point und dann. Ja! Ja! So, jetzt kann ich auch in Ruhe sterben, ohne dass ich direkt wieder von Anfang an anfangen muss. Ich frage mich, warum ich das nie Let's Played habe. Ich meine, Dub hat das alles in einem Zug durchgespielt. Ich glaube, etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Stunde 20 oder so. Wow, und ich bin jetzt schon dafür schon dabei. Nee. Obwohl, ich glaube, er hat den kurzen mitgenommen. Weiß ich jetzt allerdings nicht genau. Oder nicht genau genug, um es mit Gewissheit sagen zu können. Das ist hier dein Leben. Ja, das war zu befürchten. Ich weiß auch nicht, wie ich da rankommen soll, aber gut. Wahrscheinlich hätte ich mit irgendeinem Trick in die andere Richtung rollen lassen müssen. Da komme ich auch nicht runter. Bock. I will not die today. I'm a superhero. Hey, cool. Nicht, dass wir die Welt abgeschlossen haben. Ich habe schon wieder vergessen, den Turbo einzustellen. Ja. Jetzt kommen wir auch eigentlich in das dritte Schloss. Da bin ich echt gespannt. Ich würde mal ein Lavaschloss erwarten. Allerdings erwarte ich viel. Eins, zwei, drei, vier. Fünf? Sechs? Ah, ich habe die Originalen nicht mitgezählt. Das finde ich gut. Wir kommen den 99. Leben näher. Lemmy. Okay, dann wollen wir mal. Wollen wir mal wieder einen Koopa besiegen und ein Yoshi-Haus zerstören. Wow, das funktioniert nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das ist genau aus dem Grund, weil ich mich geahnt habe, dass ich danach nicht mehr aufhören kann. Dann stehe ich da nämlich. Nein, komm ganz ruhig. Wann verschwindest du eigentlich nicht mehr, wenn ich in dir erscheine? Oder umgekehrt? Oh, jetzt eine Decke, ey. Okay, also nochmal. Ich weiß nicht, irgendwie wird das lustig in Erinnerung. So, bringt der Drehsprung nichts? Very nice. Ja, das bringt wohl leider nichts, was ich eigentlich sehr schade finde, dass man, wenn man ihn erledigt, er nicht tot ist. Ja, erledigen heißt er nicht tot. Ja gut, wenn man ihn tötet. Komm noch her. Ich glaube, ich hab Schiss vor dir oder was? Ein bisschen. Midway Point. Was, krieg ich nur so mit Midway Point oder was? Ah, sehr schön. Oder habe ich jetzt einfach Zeit gespart?
Auf jeden Fall habe ich ein Leben. Nimm das und dies und das. Ah, ich meine, es ist mit dem Zerquetschen hier ein bisschen fairer als bei Sonic. Bei Sonic ist es ja so, wenn man hier an der Wand steht und zerquetscht werden würde, also quasi der Fuß, dass die Zerquetschphase reibt, stirbt man schon. Das ist hier Gott sei Dank nicht so. Na, oh, das war zu erwarten. Warum springst du dann LTF, wenn du das erwartest? Gute Frage, nächste Frage. Nein. Okay. Joa. Ah ja, okay. Oh, bitte versink nicht ganz. Bitte versink nicht ganz. Hör auf zu versinken. Nein, 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 nein. Sehr schön. Und Hopserchen. Krieg ich nochmal einen Midway Point? Das wäre nämlich echt mal famos. Nein! Oh, wieso ist da eine Decke? Ich hasse das! Wow! Hey, schwarzer Rand oben, aber ich kann hier nicht hochspringen. Na, immerhin. Ach, du bist das. So, im Prinzip müssen wir vor allem auf den Feuerball achten. Und oh, das gönne ich dir ja so sehr, ehrlich. Hey, mit einem Tod haben wir das Schloss geschafft. Und so, wie ich mich aktuell anstelle, freue ich mich gar nicht auf die nächsten, wirklich. Okay. Mann, wenn du mein schönes Haus zerstörst, dann beschwöre ich dir, ich werde dir sowas von die Eier abkraulen. Oh, ist echt was? Nein, 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 das ist ja meine Kauge und mein Grundstück. Mario hat triumphiert über Lemmy Cooper. Ja, Marios Abenteuer wird immer schwieriger. Hast du schon den roten und den grünen Switch-Palast gefunden? Ja, haben wir. So, Welt 3 geschafft. 5 noch vor uns. Ja! Naja, die Welt ist Gott sei Dank ein bisschen kürzer. Wir müssen nur 1-2 Level schaffen, dann haben wir schon fertig. Das liegt da, hängt damit zusammen, dass wir in der dritten Welt auch einen anderen Weg hätten gehen können. Um zu... Ludwig ist, glaube ich, der nächste. Ludwig van Cooper. Wenn man 100% haben will, muss man das auch machen. Wenn man nur durchrennt, kann man hier direkt zum nächsten Cooper flitzen. Was ich persönlich auch sehr schön finde. Diese Segen sind unverwundbar. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Das ist schon weh tut. La la la. Ihr werdet sterben, ihr fallt hinunter. Und zerschmettert irgendwo Kilometer tief unten. Quasi irgendwie habe ich das Gefühl, dass der obere Weg der einfachste ist. Woo! Als wenn irgendwer mich besiegen könnte. Oh, Midway Point. Ah, okay, hier hätten wir Yoshi gebraucht. Da wir Yoshi aber nicht dabei haben, hilft uns das jetzt leider nicht weiter. Lass mich raten, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann da rein. Ja, tatsächlich. Aha, das gefällt mir schon wieder wesentlich besser. Ein bisschen mehr Plattform. Was ist das für ein Geier? Naja, da denkt man hat einen einfachen Weg. Was passiert? Viel Kugelwiese auf einmal. Könnte sein, dass das mir fast überhaupt nichts gebracht hat. Ah, verdammt. Oh, und die Ersatzfeder ist auch weg. Nein. Nein, oh. Und geschafft! Und sogar Punkte mitgenommen. Heilige Scheiße. Aber es war jetzt relativ kurz, oder habe ich mir das eingebildet? Ich weiß auch gar nicht, ob man in einem Level gleich viel Zeit hat. Okay, noch ein Level. Das müsste das mit den Cookie Mountain. Das müsste das mit den Maulwürfen sein. Ja, mit den Maulwürfen. So, mal schauen, dass wir hier gut durchkommen. Nicht der beste Weg, aber auf jeden Fall sicherer als unten lang. Ich hätte trotzdem gerne einen Pilz, denn das wird mir gar nicht wehtun. Wie die
die da Abdrücke in der Wand hinterlassen, ist so geil, ey. Wow. Scheiße. Kein Safe State nutzen. Oh, Midway. Oh, sehr schön. Es ist mir egal, wenn ich getroffen werde oder nicht, aber ich hasse es immer, das ganze Level wiederholen zu müssen. What the? Oh, Bertha! Ne, jetzt kann ich Big Bertha sein. Big Bertha hat Mario mal komplett aufgefressen. Nennen wir ihn Big L. Big L und Big Bertha. Okay. Ist das hier gewollt? Ich weiß es ja. Ha, ne, ich spring einfach mal runter. Ich weiß ja nicht, wohin sonst. Oh mein Gott, ich bin ja schon nicht mehr zurückgelaufen dabei. Zeugnis habe ich ja überhaupt nicht vorwärts gebracht. Ja, wie auch. Yoshi! Ja, Yoshi, komm, pass mir. Oh, ja, gut. Meins. Auch meins. Mir sein. Uah. Will ich dich nicht auffassen. Ja, hier sieht man jetzt wirklich mal eindeutig, was das für einen Vorteil bringt, die Blöcke mitzunehmen. Ha. So, auch erledigt. Wow, geht's dir nicht gut? Ich glaube, du hast wohl den Popo offen, was? Nein, ich hab's verfehlt. Das erste Mal, dass wir keine Punkte bekommen haben. Oh toll, wir sind schon wieder in einem Koopa-Schloss. Also die Spiel mal eben ohne Safe States durchzuflitzen ist nicht so einfach, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Du hast das nur gespielt, weil du dachtest, du kannst mal locker durchflitzen. Ja. Weißt du, gibst das zu? Ja. Aber ich ging so irgendwo nach oben. Wo war denn das? Das habe ich beim letzten Mal schon gespielt. Also als ich das in der Staffel gemacht habe, meine ich. Die Musik so geil, es erinnert mich so an Mario's Time Machine. Puh. Aha! Ah, hier geht's hoch. Na, jetzt hau mal, guck. Kann ich so das Schloss umgehen? Nö. Komm schon. Na also, endlich mein Leben. 33, komm, ein Drittel von 99. Verdammt. 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 Aber immerhin ein Leben. Oh, fröhlich. Fröhlich. Fröhlich, fröhlich. Schnell weiter, bevor wir wieder hochkommen. Jetzt gehen die Stacheln nämlich auch wieder runter. Als wenn ihr mich zerquetschen könntet. Gnampf. I'm the ultimate Gnampf. Was ist hier eigentlich? Oh. Nö. Bald über die Feuerblume. Du, 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 batsch. Du, 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 batsch. Übrigens bringt es nicht, wenn ihr sie durchboxt. Ihr müsst sie tatsächlich, ihr müsst tatsächlich drauf springen. So, wollen wir noch ein paar Leben holen mit. Eins. Zwei. Naja, so viel werden es nicht. Drei. Nein! Was sagen? A, habe ich keinen Bock zu sterben und B, will ich noch ein paar Leben holen. Boink. Oh, fuck. Ja, lass mich noch schnell 90 Sekunden, um den Platz zu machen. Die Zeit ist auch abgelaufen. Oh, fuck. Ich glaube, die Zeit reicht gar nicht mehr. Spring aus dem Bild, spring aus dem Bild. Na komm, komm. Einmal, zweimal. Und springen. 50, 40, 30, tot.
I did it! I'm the Super Mario! 4. Damit haben wir die Hälfte des Spiels durch. Irgendwie passt das nicht ganz ins Verhältnis, oder? Irgendwas stimmt nicht mit meiner Stoppuhr. Jetzt. Ja, ja, Yoshi ist traurig, Schloss ist besiegt, ich muss ihn gerade mal eine Uhr wieder einstellen. So. Thank you! Ja, ich habe ein Wohnmobil! Ludwig van Cooper, days of composing Cooper Symphonies in Castle are over. He's dead now and Mario is a killer. Komm, wir machen hier einen Schnitt, ich danke fürs Zusehen und sage bye bye.